Ja, ich habe eigentlich schon 1984, 85 mit Nachsalm schon mal angefangen. Und dann haben wir das ein paar Winter hindurchgezogen und dann haben wir durch Schneewangler eine Pause einlegen müssen. Durch die Schneekanonen ist das wieder gesichert, Gott sei Dank. Und jetzt machen wir so 7 oder 8 Jahre hintereinander. Der Rauriser Nachtslalom auf der Hoferleiten ist sowohl für Einheimische als auch für Gäste jedes Jahr im März ein absoluter Pflichttermin. Der Kurs auf der ehemaligen Weltcup-Strecke ist genauso für sportliche Fahrer wie auch für ambitionierte Hobbyfahrer eine tolle Herausforderung. Die Piste war wie immer bestens präpariert und nicht bei allen zählte jede Sekunde, sondern auch das Erlebnis. Die Skirennläufer kamen zum größten Teil aus Salzburg, aber auch Deutschland, die Niederlande und sogar Korea waren vertreten. Mit der schnellsten Zeit des Abends durch die Tore kam Billy Hohenwarter mit 21,73 Sekunden. Ja, Nachtslalom ist natürlich immer ein Fixpunkt im Jahreslauf. Ist super zum Mitfahren. Heuer war die Pisten traumhaft, also spitzenmäßig. Ja, Motocrosses sind nämlich auch sehr cool dann zum Schluss. Die fahren da die Pisten auf. Super zum Zuschauen. Sind schon harte Jungs. Für einen krönenden Abschluss des spektakulären Rennens sorgte der Motorsportclub Rauris. Die Motocross-Fahrer heizten mit ihren Spikes-Reifen im Head-to-Head über die Hoferleiten bis zum Starthäuschen und krönten so ihren Winter-Champion. Nach dem fantastischen Feuerwerk trafen sich alle im Zelt der Sportalm, um ihre Sieger in den unterschiedlichsten Klassen gebührend zu feiern. Der Night Race in Rauris ist das Beste auf dieser Hemisphäre. Gott sei Dank waren in meiner Klasse nur zwei. Und für alle war klar, im nächsten Jahr sind sie wieder dabei.